Können Sie mal ein bisschen vorführen, ist die Maschine denn sehr kompliziert zu betätigen? Nein, also unsere Maschinen sind ganz einfach zu bedienen. Man legt zum Beispiel bei dieser Maschine, ich bin gerade einen Ärmel am Stricken, einfach nur den Faden dort drüber und geht mit der Maschine entlang und schon ist eine Nahtreihe gestrickt. Geht zurück, auch ganz einfach. Zieht auch gleichzeitig die Maschen, die Reihen. Die Maschen sieht man auch und das sehen Sie, ganz einfach. Und ist das auch für jemanden wie mich zu machen, der noch nie eine Strickmaschine bedient hat? Aber sicher, möchten Sie noch versuchen? Wollen wir es mal versuchen? Halten Sie vielleicht mal das Mikrofon? Aber sicher. Legt immer einen Strick Faden weg. Drücken wir die Bilder hin. Schön. So, jetzt. Den Faden einfach drüber legen. Und so locker drüber legen. Liegen lassen, locker lassen. Einfach liegen lassen. Lassen Sie fahren. Liegen, jetzt führen Sie es einfach nur drüber. Prima. Und jetzt wieder zurück? Ja, jetzt so. Hups. Also ein bisschen zu viel Schwung. Entschuldigung. Habe ich jetzt was kaputt gemacht? Oh, du lieber Gott. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Na, Sie haben etwas falsch. Sie sind da zu ruckartig reingegangen. Sie müssen das etwas vorsichtiger machen. Ja, aber das wollen Sie doch jetzt nicht zeigen, oder? Nee, jetzt probiere ich es noch mal ein bisschen langsamer, ja? Wir warten Sie, machen wir das mal gerade. Das schneiden Sie bitte raus. Ja, nee, das war ja. Und jetzt vorsichtig drüber. Wie teuer ist denn so eine Maschine? 598 Mark. Warum lachen Sie jetzt? Nein, ich lache nicht. Nee. Frau Ranzio, Sie haben ja auch wirklich nichts dafür gekonnt, aber ich hoffe, Sie haben nicht nur Kunden, die sich so dämlich anstellen wie ich. Nee, das war nicht das erste Mal, dass das passiert ist. Und die anderen können mit so einer Maschine besser umgehen? Ja, im Allgemeinen ja. Aber ich habe Sie trotzdem bewundert, mit welcher Geduld Sie mir das erklärt haben. Nee? Ja, nochmal schönen Dank. Bitte. Wir haben einen Herrn, der vielleicht noch was hier hat, falls Sie ein Hundefreund sind, Herr Politz, Namen Herr Politz. Herr Politz, wie war das? Sie haben mal eines Tages einen Schrottplatz gekauft? Ja, ich habe einen Schrottplatz gemietet und ein Stück von diesem Schrottplatz war ein Rottweiler, mit dem ich mich nie ganz einig werden konnte, wessen Schrottplatz das denn nun ist. Das heißt, ich lag halt sehr oft unter dem Hund und bin gebissen worden. Und da habe ich ein eigentümliches Verhältnis zu Hunden bekommen. Und in den Städten ist immer weniger Platz und trotzdem haben viele Leute Tiere. Man muss morgens Slalom laufen, um irgendwie um Hundehaufen rumzukommen. Und ich dachte mir, dass auch so Tiere mal ein bisschen rationeller irgendwie transportiert und gelagert werden müssen. Und deshalb habe ich mir diesen Hundehalter hier überlegt. Das ist ein praktisches, kleines, preiswertes Teil. Ja. Man kann vielleicht, wenn man technisch ein bisschen begabt ist, erkennen, dass es von einer Bügelsäge abstammt. Man muss sie nur ein bisschen verändern und schon hat man einen wunderbaren Hundehalter. Da sind Sie auf die Idee gekommen, diesen... Haben Sie das mal mit Hundefreunden besprochen, was die davon halten? Die sind ja wahrscheinlich nicht einhellig davon begeistert. Ja, das möchte ich aber hier jetzt nicht so wiedergeben. Es ist, was die gesagt haben? Mehr etwas für Hundefeinde, glaube ich. Aber es ist ja nicht böse gemeint. Ich meine, wir haben ja auch wirklich einen juristischen Tipp. Ich weiß nicht, wenn Sie zum Beispiel Ihren Hund oder Ihren Mann verlassen haben, das heißt, die Ehe ist gescheitert, dann gibt es sehr oft Krach, dass man sagt, gut, du kriegst die Kinder, aber ich will den Hund. Das Familiengericht in Burgwedel hat jetzt entschieden, es gibt ein Besuchsrecht für Hunde. Sie können, wenn Ihr Partner Sie verlassen hat, mit dem Hund, einmal in der Woche den Hund sehen. Sie dürfen dem Hund aber nicht mehr als 3 Leckerbissen geben. Das hat das Amtsgericht in Burgwedel entschieden. Sonst wird der Hund so verwöhnt, dass er hinterher zu Hause nichts mehr frisst. Und für alle Katzenfreunde eine interessante Sache, die ich auch nicht wusste, die beliebtesten Katzennamen. Haben Sie eine Katze? Nein. Können Sie sich vorstellen, was der beliebteste Katzenname ist? Nein. Nee? Ich frage mal hier. Wissen Sie Platz 1 der Katzennamen? Was ist das? Muschi. Muschi? Nee, habe ich auch gedacht. Muschi ist auf Platz 3. Muschi. Platz 1 ist Peterle. Ja. Platz 2? Harald. Nein. Der kommt noch hinter Muschi. Platz 2 ist Minka. Dann kommt Muschi. Und dann kommt... dann kommt Morle. Und dann kommt Felix und dann kommt Mäxchen. Das sind die Katzennamen. Ja, erstaunlich, nicht? Darf ich mal fragen, wer hat Katzen hier bei Ihnen? Die Dame da hinten hat ja 3, ne? Sie kriegen nachher noch von uns diesen Katzenkalender. Mein untrügliches Gespür für Abläufe sagt mir, dass wir jetzt einen lockeren Teil einschieben. Wir machen mal Winken für die Oma. Etwas Neues bei uns, das wir erst 2-mal gemacht haben. Feuerstein!
Ah, du hast den Rahmenacht da hinten. Wir sind glaube ich, hier in der Ecke, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Bei zwei jawohl. Jungen Herren, die jetzt immer auf den Winken, okay? Hier. Wer? Winken ach, ihr. Ja. Ach, ihr. Ach, ihr. Ach, die mit den vielen und Flaschen. Und bitte da. Winken Sie jetzt. Ja, warum nicht auch mal im Dunkeln winken? Jawohl. Tja, du, ich glaube, so. Unsere Omi... Unsere Oma ist weg. Die Batterie kommt, die Batterie kommt. Ich weiß, warum... Ah, ist sie ja, Oma Sharif. Hallo. Gleich mal einen Applaus für unsere Oma, die ist hier der ganze Arbeit. Hier sind die beiden Herren. Oma, wir beiden sind die. Ja. Die Batterie. Und wir machen jetzt einen Zwischencheck auf unsere Küche. Wo inzwischen eigentlich das Menü fertig ist. Thomas, kann man das sagen? Wir sind fast fertig, ja? Ja. Kannst loslegen. Kannst du mal die Menüfolge sagen, die es geben wird? Ja, kommst mal mit rüber. Hier, guck mal. Hier haben wir die, das ist die Bounty Brause. Bitte keine Markennamen. Es gibt auch noch Duplo, Hanuta und Snicker. Ja, das ist jedenfalls die Bounty Brause. Die habe ich extra für euch hier gemacht. Ja. Dann da drüben haben wir den Hauptgang. Das ist? Das sind die Hals-Maultaschen. Ja. Guck mal, habe ich schon ein bisschen aufgeziegelt, jetzt kann man das Zeug überhaupt erst essen. Wer hat die jetzt heute schon mal gegessen? So sehen die ja aus, ne? Ja, hast du den Eindruck? Ja, schon ein bisschen. In Schwaben sagt man Breckeler gelacht. Ja? So. Aber schmeckt gut. Muss mal probieren. Gut. Und dann haben wir noch Zuckerei. Was ist das? Zuckerei. Zuckerei als Dessert. Ja. Wenn du es mal hier hin zeigst. Mhm. Oh, das sieht aber gut aus. Guck mal. Das ist ja im Grunde... in gewissen Lokalen alles zwischen Sauce Bernays und Savagnone. Und schmeckt. Je nachdem, was man bestellt, Alfredo, hol die Pampe. Da ist noch ein bisschen Amaretto drin, das geht voll ins Zahnfleisch. Ja, hast du noch ein paar Markennamen? Oder wie? Müsst ihr irgendwie einen Film finanzieren oder ja, was? Sag mal. Irgendwie schon, ja. Man hat das Gefühl, ihr habt einen Zeichentrickfilm, der irgendwie floppt. Naja, gut, das würde ich zu weit führen. Ich möchte jetzt die vier glücklichen Menschen begrüßen, die das heute Abend essen dürfen. Es sind vier Herrschaften, die kommen aus Düsseldorf, wo man alle ist. Guten Abend. Herzlich willkommen, Frau Brinkmann. Und einen Moment bitte. Ich nehme mal gerade die Schüssel weg. Nehmen Sie bitte Platz. Frau Brinkmann und drei Gäste von der Düsseldorfer Mitesszentrale. Frau Brinkmann, wir gleich die Sie mehr, gegründet haben. Erzählen Sie mal ein bisschen, was ist eine Mitesszentrale? Ja, das sind also Hobbyköche, die gerne Gäste bekochen möchten. Und auf der anderen Seite sind die Mitesser, die nicht kochen können, keine Kochgelegenheit haben oder einfach keine Lust haben zum Kochen. Und die vermittle ich dann zu den Köchinnen oder Köchen. Das heißt also, in welchem Rahmen, wie viele Leute sind das so im Schnitt, die da eingeladen werden? Das sind immer so 4 bis 6 Personen ungefähr. Ne? In Privathaushalten? Ja, genau. Mhm. Wenn also jemand sagt, ich koche gerne, aber ich weiß nicht, wer es hinterher ist, dann ruft er Sie an. Sie vermitteln das hin? Ja. Wann haben Sie damit angefangen? Ich habe im März damit angefangen, und zwar in Düsseldorf, aber das zieht also schon immer größere Kreise bis Köln, Leichlingen, Hilden und so weiter. Und wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, Sie machen das hier nicht beruflich? Ja, nein, also diese Mitesszentrale gibt es schon in München, Berlin und Hamburg. Und das, da haben Sie gesagt, ist Düsseldorf ein gutes Pflaster dafür? Ja, ich denke schon, ja. Worauf führen Sie das zurück? In Köln soll es nicht so laufen, haben Sie gesagt. Ja, dafür in Düsseldorf umso besser. Was ist der Unterschied? Ist es, dass in Düsseldorf doch mehr Leute allein abends vor sich hin essen? Vielleicht, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall in Düsseldorf läuft es besser. Vielleicht darf ich Sie mal fragen. Sie haben, sind eines der ältesten, also dienstältesten Mitglieder im Verein. Sie kochen und Sie gehen essen. Ja, was machen Sie häufiger? Ja, ich koche häufiger. Wie viele Leute haben Sie dann so im Schnitt bei sich zu Hause? Bis zu 5. Personen habe ich denn. Und funktioniert das immer oder gibt das manchmal Schwierigkeiten? Sind ja eigentlich fremde Leute, die ja, da zu Ihnen richtig, kommen. Ja. Nein, es gibt nicht Schwierigkeiten. Also die Leute verstehen sich untereinander. Über das Essen kommen sie alle also gut in den Gesprächen rein und bleiben also auch immer ziemlich lange. Vielleicht gibt es da eine Reihenfolge von Essen, das so am meisten gefragt ist? Also möchten die Leute vorwiegend Schweineschnitzel essen zum Beispiel? Nee, also Italienisch ist vorrangig, gefolgt von Französisch. Das ist die Nummer eins? Ja. Und kontrollieren Sie das auch? Das können die Leute auch richtig gut kochen? Ja, ich höre das dann ja. Ich frage dann nochmal nach, so die Mitesser, wie es gewesen ist und so. Nicht? Also das kriege ich schon raus. Und die Leute sind überwiegend zufrieden? Ja. So. Mhm. Und können Sie sich vorstellen, dass so ein Menü, wie jetzt hier bei uns kredenzt wird, dass das bei Ihnen auch ankommen würde? Das glaube ich weniger. Also ich weiß nicht,
Sie können vielleicht nicht alle so gut kochen wie er hier. Wie Thomas. Es ist ja mehr individuell. Aber Sie können sich trotzdem vorstellen. Ja, es klappt. Und Sie könnten sich ja auch vielleicht so vorstellen, wie wir alle das machen, dass solange die Kameras auf Sie gerichtet sind, dass Sie in der Zeit tun, als würde es schmecken. Und dann? Ja. Und hinterher ist Sache von euren Anwälten. Ja? 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 Können wir uns darauf einigen? Gut, dann lasse ich Sie mal damit alleine. Wir kommen dann nachher noch mal darauf zurück. Und wir möchten Ihnen jetzt etwas anbieten. Feuerstein? Ja? Was bieten wir jetzt eigentlich genau den Damen und Herren an? Wir können jetzt eigentlich die größte Pfeffermühle anbieten. Ja, das wäre eine Sensation. Ja. Wenn Sie richtig würzen wollen, dann ist das eigentlich mit diesen kleinen Pfeffermühlen ganz schwer. Wir haben hier die größte Pfeffermühle der Welt. Bitteschön. Ich bin behilflich, lass das ab. Gibt's? Wunderbar. Herr Simon, guten Abend. Guten Abend. Sie haben diese Pfeffermühle selber. Geht's, Oma? Ja. Wenn Sie hier links gehen, dann können wir uns mit Herrn Simon ein bisschen unterhalten. So, Sie haben diese Pfeffermühle selber gedrechselt. Ja. Das machen Sie als Hobby? Als Hobby tue ich drechseln, ja. Wie kriegt man denn so ein Ding überhaupt noch zu Hause irgendwo unter? Die hängt bei mir in der Garage. Da ist auch hier gedrechselt worden. Da haben Sie es auch gemacht. Ja. Was mit dem Auto? Das steht woanders. Sie haben noch andere Sachen gemacht. Ich habe ein paar Fotos von Ihnen hier. Vielleicht können wir die mal zeigen. Das ist, geht's? Ich halte. Ja, prima. Das ist die Holzwurmbar bei Ihnen zu Hause mit den Barhockern. Hier sehen wir das Schild von der Holzwurmbar. Und hier sehen wir noch mal einen Teil. Das sind alles Sachen, die Sie sich selber ausdenken. Alles selber ausdenken. Haben Sie noch ein paar andere Sachen so in dieser Größenordnung gemacht? Bis jetzt noch nicht, in der Größenordnung noch nicht. Kochen Sie auch? Nein. Nee, macht die Frau. Das macht die Frau, ja. Okay, kann ich mit so einem Ding umgehen? Ja. Ja? Vom Balkon aus ganze die Kurbel. Wie machen Sie das? Einer steht auf dem Balkon? Einer steht oben am Balkon und ich halte die unten. Und die Frau, die dreht dann oben. Die kurbelt? Ja. Und was würzen Sie damit? Oh, Steaks und... Auch kleinere Sachen? Kleine Spiegeleier oder sonst, ja, könnten wir auch noch was damit würzen. Können wir einmal testen? Darf ich Sie mal bitten, dass Sie die Frau spielen und hoch auf unseren Behelfsbalkon steigen? Ja? Und Feuerstein, bringt bitte die Eier. Jawohl, kommen. Einmal Spiegeleier. Dann wollen wir es einmal testen. So, Oma und ich gucken, dass wir das Ding gemeinsam hochkriegen. Geht's? Mal ein Fischchen ein bisschen und Feuerstein hier schiebt die Eier drunter. Und jetzt kurbeln. Es kommt, es kommt. Jawohl. Es ist hier. Funktioniert? Ja, funktioniert. Hat geklappt. Wunderbar. Eindeutig. Toll. Alles da. Ne? Schön. Kommt auch gut an, nicht? Ja? Herr Simon, schönen Dank für den Besuch. Und was planen Sie als nächstes? Ein Steakteller von 1,80 Meter Durchmesser. Auch für sich zu Hause? Ja. Melden Sie sich bei uns, wenn er fertig ist. Und dann wollen wir gucken, ob wir ihn zusammen mit der Pfeffermühle testen können. Gut. Schöne Weihnachten. Dankeschön für den Besuch. Tschüss, auf Wiedersehen. So, jetzt müssen wir gucken, wie wir das machen. So. Und einmal hier. Und Ihr Applaus beim Abmarsch. Dankeschön. Frisst, deine Pflanze frisst das auch hier, ja? Du, die frisst alles, was halt nicht Fleisch ist, aber irgendwie, weißt du, ich bin wieder ganz fettige Finger. Ja, das macht nicht, schmierst du in die Haare. Du, weißt du, meinst du nicht, dass wir da ein bisschen übertreiben mit dieser Esserei? Wieso? Du, das ganze Ding ist da, du nimmst in der Sendung fast 2 Kilo zu, da wird gekocht, ne? Da wird das Eingemachte gegessen. Ich kann so spät abends nicht mehr schwer essen, ich kann nicht mehr richtig schlafen dann. Ja, du, ich noch weniger, man fängt ja an zu träumen von dem Zeug da hier. Wirklich? Ne? Ja, ehrlich. Wieso, was träumst du? Du, ich hab geträumt. Nee, das sage ich nicht, das ist wirklich so blöd, ne? Warum? Das ist echt ein Blödsinn. Ja, ich finde nicht, du kannst hier einen Traum anreißen und dann sprichst du nicht drüber. Hast du mir geträumt? Das ist ein peinlicher Traum, wenn du willst, sage ich dir nicht. Das ist einfach ein peinlicher Traum. Ja. Von dieser vielen Fresserei, ne? Ich meine, du, ich habe hab geträumt eigentlich von dir, weißt du? Das war so Weihnachten, ach, wirklich blöd, ne? War so ein Weihnachtstraum und ich hatte Gäste, die kamen ganz überraschend und denen musste ich Hühnersuppe machen, ne? Und ich habe dir geholfen. Nein, du hast mir nicht geholfen, nein. Du warst an sich da und du bist genauso gesessen wie hier, ne? Du bist so gesessen da und auf einmal, da warst du irgendwie so selber ein Huhn, ne? Und ich musste dich einfach schlachten, ich musste dich da in den
Topflocken. Und das war irgendwie sehr schwer, weil ich habe das irgendwie nicht so gerne gehabt. Ne? So wie du mich auch mit den Hühneraugen angesehen hast, so vorwurfsvoll und alles das. Aber es musste sein, weißt du, die Leute haben gewartet, die wollten einfach essen. Und da bist du rein und du, es ist mir schwer gefallen, aber es musste sein. Ich habe dich gesalzen, ich habe dich gepfeffert mit einer ganz kleinen Pfeffermühle. Und dann war es irgendwie so weit. Ne? Und irgendwie war ich fürchterlich traurig. Du, eigentlich traurig. Ne? Es war ein blöder Traum. Ne? Also ein Traum, den man irgendwie... Ja? Naja, du weißt, wie das ist bei Träumen. Da bleibt dann manchmal so eine ganz konkrete Erinnerung zurück. Ne? Ja. Du, als ich von dem Traum aufgewacht bin, da hatte ich plötzlich das in der Hand. Ne? Ein Ei? Ist das von mir? Hast du gedacht, das ist von Dieter Bohlen, oder was? Das sind aber auch wieder Sachen, von denen ich vorher wirklich nichts gewusst habe. Ja? Ich lehne das ab, solche Art von Humor, damit wir uns da einig sind. Ich garantiere auch, dass das nicht mehr weiter verbreitet wird. Ich möchte jetzt vielen Freunden von Ihnen, vielen Tierfreunden von Ihnen, von denen ich immer wieder Post bekomme, die sage, bringt doch mal was über außergewöhnliche Tiere. Ja. Ein Tier vorstellen, das auch unter Vorurteilen zu leiden hat, weil es falsch eingeschätzt wird, es ist die Spinne. Viele Menschen haben ja nahezu panische Ängste vor Spinnen, das ist aber unberechtigt. Also ich nicht, gell? Warum? Du, überhaupt nicht. Ich finde Spinnen wahnsinnig faszinierend. Ich habe da mal am Land gewohnt, ja? Und so im Haus, und da hatten wir wirklich Spinnen. Da habe ich wirklich drauf geachtet, Spinnennetze werden nicht abgemacht, die müssen bleiben. Ich hatte die vom Fenster, so große, ja. Und nachts habe ich die immer so angesehen. Und ich habe denen so, ich habe die angefangen zu füttern, weißt du das, ehrlich? Spinnen? Ja, und du kannst denen nicht totes Zeugs geben. Die müssen also Fliegen im Netz haben, die noch irgendwie zappeln. Ja. Du musst also Fliegen fangen und die haben noch so ein bisschen gelebt und so. Und dann habe ich sie ins Netz getan. Aha. Und da wurden die wahnsinnig verwöhnt, die Leute. Die wollten nur noch von mir gefüttert werden. Und wenn mal das Netz kaputt war, ne, haben sie an die Scheibe geklopft und wollten, dass ich rauskomme, dann das Netz reparieren und alles. Hast das du ging dann zufällig auch noch eine Statistik dazu? Spinnenstatistik, jawohl, ja. Hammer. Habe ich, Moment. Wenn du die findest, kannst du die mir vorlesen. Ich selber bin ein Mensch, der dazu steht, dass er vor diesen Tieren Angst hat. Wir haben Spinnenstatistik, wir haben ihr Meeresstatistik. Vielleicht, weil er sie auch falsch einschätzt. Und ich möchte dir jetzt einen Mann vorstellen. Die du kannst mir die gleich vorlesen. Spinnen haben fast... Ich möchte ihn, du kannst mir die gleich vorlesen. 280.000 Haare. Ich möchte Ihnen jetzt einen Mann vorstellen, der sich mit Spinnen hobbymäßig beschäftigt. Und zwar mit einem nicht ganz ungefährlichen Exemplar, mit der Vogelspinne. Herzlich willkommen aus Dortmund, Dirk Eckhardt. Guten Abend. Guten Abend. Dirk, ja. Leute wie ich, die so eine Angst vor Spinnen haben und die sich so verhalten, die sind wahrscheinlich nicht die Ausnahme, aber das ist ein völlig falscher Ansatz, mit so einem Tier umzugehen. Ganz genau. Also eine Vogelspinne ist auf gar keinen Fall ein Tier, das man als Haustier oder so ansehen sollte. Und die Furcht vor Vogelspinnen, die ist also in jeder Weise unbegründet. Die Vogelspinne ist ein Tier, das, sage ich mal, ungefährlich ist. Und das Image von Vogelspinnen, das halt in der Öffentlichkeit grassiert, das ist halt durch Film und Fernsehen sehr hochgeputscht worden. Und, aber man sieht hier, die Vogelspinnen, die sind also harmlos, kann man sagen. Aber wenn ich dich jetzt so sehe, wie du da mit bloßen Armen und Händen und das Tier auf dem Bein, wenn die dich beißt oder sticht, was würde denn passieren? Ja, der Schmerz, der wäre in erster Linie sehr groß, da die Giftzähne von Vogelspinnen bis 1,5 cm groß sind. Und bis auf eine leichte Rötung der Bissstelle würde da also gar nichts weiteres passieren. Es ist halt bloß ein sehr, sehr großer Schmerz, der da entsteht. Aber sterben oder so kann man auf gar keinen Fall dadurch. Wie viele Tiere hast du zu Hause bei dir in Dortmund? Das sind im Schnitt immer so 400 bis 500 Stück, je nachdem, wie viele Babys die kriegen. Aber man kann sagen, im Grunde genommen, Tiere in dieser Größe sind das ungefähr 400 Stück, kann man sagen. Und wo bewahrst du die auf? Ja, ich habe mir also einen Kellerraum ausgebaut, in dem also Regale bis zur Decke stehen. Und da sind also derartige Terrarien untergebracht. Die Spinnen haben, das habe ich jetzt weggelassen, also Höhlen da drin mit Bepflanzung und Beleuchtung und Heizung, halt um denen ein tropisches Klima zu bieten. Und da werden die also einzeln untergebracht, weil die kannibalisch sind. Die gehen also an alle anderen Spinnen sofort dran und sehen die als Beute an. Und naja, das ist also eine große Terrarienanlage, die ich im Keller da betreibe. Hast du noch andere Tiere außer Spinnen? Ja, Schlangen, Echsen und alles das, was anderen Leuten so Ekel einflößt, kann man sagen. Das fasziniert mich irgendwie total. Aber ich muss dazu sagen, bei Vogelspinnen im Moment fasziniert mich doch eher die wissenschaftliche Seite. Ich will also keine Sensationslust irgendwie reizen oder erwecken. Ich mache da also Vorträge hier und da und ich plane jetzt eine Reise nach Brasilien, um die Tiere mal zu filmen, zu fotografieren und eventuell zu sammeln. Mal sehen.
Was sind das für Schlangen, die du noch zu Hause hast? Das sind in erster Linie Pythons. Und ich hatte bis vor kurzem mal eine ähnlich giftige Schlange wie eine grüne Mamba. Kann man vergleichen. Die musste ich aber abgeben, oder ich habe sie abgegeben aus Sicherheitsgründen. Das hat mich dreimal versucht zu beißen, das Tier, dann lieber weg damit. Naja. Wie funktioniert denn sowas, wenn so eine Mamba zum Beispiel versucht, dich zu beißen? Wie kommt die an dich ran? Ja, also das Terrarium ist also derart gebaut, dass ich das aufschieben muss. Und naja, dann stehe ich also in unmittelbarer Gesichtshöhe zur Schlange. Naja, und dann spannt die sich S-förmig. Und naja, dann wird also vorgeschnellt, fast einen halben Meter. Und das war also so 3-4 Mal knapp am Gesicht vorbei und deswegen lieber nicht. Aber wie gesagt, ich versuche da im Moment mehr mit Vogelspinnen zu machen, weil es halt ein Haupthobbybereich von mir ist, in dem man auch noch Pionierarbeit leisten kann. Und du gehst noch zur Schule und möchtest auch mal beruflich machen? Schon, ja. Ich versuche mal Bio zu studieren und mich dann auf Spinnen zu spezialisieren. Und hauptsächlich dann Vogelspinnen halt, die in den Herkunftsländern zu suchen und zu bestimmen und eventuell mal ein Buch rauszubringen, je nachdem, wie es sieht. Wie sieht es denn aus, darf ich mal fragen, hast du eine Freundin? Nein, das ist schwierig. Nee, ja Gott, die Ekelwelle vor diesen Tieren, die ist halt sehr groß und naja, da was Richtiges zu finden, das ist schwierig. An Tier oder an Freundin? An Freundin würde ich eher sagen, ja. Aber das ist nicht so, dass da Mädchen grundsätzlich abgeneigt sind? Ach was, nein. Ich kenne also auch eine ganze Reihe, die da völlig unbefangen gegenübertreten und die Tiere auch faszinierend und vor allen Dingen schön finden. Aber ich finde auch kaum Zeit zu, muss ich sagen. Weil ich deine ganzen Tiere so in Anspruch nehme. Ganz genau, ja. Gut, vielen Dank, dass du da ein Stück weit ein bisschen Verständnis dafür gebracht hast. Schönen Dank für den Besuch und weiterhin viel Erfolg und viel Spaß mit den Tieren. Dankeschön. Also die Spinnen haben fast 280.000 Haare. Und das allein an den Beinen, ne? So, jetzt wollten wir mal gucken, wie es einem Frettchen geht, ganz technisch, wenn es das Problem hat, dass es ein bisschen was Schickes sucht, zu Hause, vielleicht für Silvester. Auch da waren wir noch mal unterwegs und haben gefragt, was trägt das Frettchen? Diese schicken Abendkleider hier, die Sie hier haben, gibt es sie eigentlich auch für Frettchen? Was heißt Frettchen? Für ein Frettchen, also vor allem ein Frettchen in der Ranz. Sieht sie ja doch gerne mal ein bisschen schicker an, oder wird das hier von denen gar nicht verlangt? Also ich möchte so sagen, die Sachen, die wir hier führen, na, diese Abendgarderobe, die werden zu einem bestimmten Zweck wird das da gekauft. Und da spreche ich den Kunden ja drauf an. Wenn ich das benötige, gehe irgendwo hin, wo es festlich zugeht, dann benötige ich ja diese Sachen. Aber sowas hier würde doch eigentlich ein Frettchen ideal kleiden. Oder wer kauft sowas? Junge Mode ist das. Für junge Frettchen? Ja, für junge Mode, ja. Für junge Frettchen. Wie süß. Ja. Kann man das auch tragen, wenn man in der Ranz ist? In der Ranz ist, um Gottes Willen. Was nennen Sie Ranz? Naja, einfach so ein Gefühl, dass man sagt, ich fühle mich wie ein Frettchen in der Ranz. Da wirkt es doch eigentlich sehr animierend. Ja, es kommt immer darauf an, wer es trägt. Wer es trägt, der sieht das ganz toll aus. Na, ich meine, man muss es Alter dazu haben. Und das ist junge Mode. Und die Figur muss man dazu haben. Und das muss einen kleiden. Dann sieht das ganz toll aus. Gut, schönen Dank. Schöne Weihnachten. Dankeschön. Meine Damen und Herren, ich kann Sie beruhigen, es haben jetzt etliche bei uns angerufen, die sich noch mal erkundigen wollten nach diesen Vogelspinnen. Die Tiere sind jetzt in einwandfreiem Zustand und Verpackung wieder in Gewahrsam. Es besteht auch keine Gefahr. Sie haben ja gehört, die ganzen Tiere sind längst nicht so gefährlich, wie man sich das denkt. Und wenn mal irgendwo was auftaucht, dann ist da auch nicht gleich unbedingt Gefahr im Verzug. Wir sollten jetzt mal vielleicht noch mal für Annemarie rausschalten, um zu gucken, was das Auto macht. Können wir einmal sehen, Annemarie, ich drücke die Daumen. Aha, das ist gut. Es müsste jetzt aber gleich klappen. Annemarie, bleiben Sie dran. Das hört sich gut an, Annemarie. Ja. Das wird. Und Sie kriegen ja den Wagen dann auch schön verpackt. Gut, ich würde sagen, wir machen noch mal Musik, bis es soweit ist. Am Schluss freue ich mich jetzt, Ihnen einen Künstler vorstellen zu können aus Hamburg, der mit einer sehr schönen Nummer hier ist. Passend zu Weihnachten, Ding, Dang, Dong. Hier ist Ulf Krüger.
his love song in the still of the night. And there's no one who is holding me tight. There is no one right by my side. Only you, with your warm amber light. Ding dong, dong, little Christmas tree, bells are ringing just for you and me. Love has gone, and I don't know how. Yeah, 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 sad song in the still of the night. And flowers grow on ice. Snow is snowing, but the whole world is white. And I'm freezing in. Oh, I'm freezing inside. Wir stehen kurz vor unserem großen Finale. Ein festlich gedeckter Tisch. Wo sind die Mitesser? Die kommen gleich, denke ich. Die warten auf den Apparativ. Wir greifen um. Aha, kommen die noch mal rein, die Mitesser. Ich glaube, dass sie alle noch mal schmecken lassen. Und wir möchten jetzt, wie versprochen, unseren Profizuschauer, Herrn Augustus Hofmann, bitten, dass er nach vorne kommt. Ja, das sind sie. In unsere offizielle Ansprache-Ecke, um hier die Neujahrsansprache zum ersten Mal im deutschen Fernsehen zu halten. Bereits über eine Woche vor Neujahr, was auch viel sinnvoller ist, denn wer hat an Neujahr noch Zeit? Da ist man Knülle, Hacke dicht. Herr Hofmann, vielleicht erklärst du noch ganz kurz hier, was sehen wir da? Dieser Storch hat eine Bewandtnis? Ja, der hat überhaupt keine Bewandtnis, der hat nur einen Namen und der Name ist Nowotny. Das ist auch schön. Hat das einen Grund? Nein, überhaupt nicht. Und die anderen Sachen, dieser Pokal? Dieser Pokal, das ist der Preis der beleidigten Fernsehzuschauer, erstmalig verliehen auf der Frankfurter Buchmesse. Ich habe ein Buch gemacht zusammen mit meinem Freund Manfred Pilz und Manfred Müller. An wen haben Sie den Preis verliehen? An Wim Tölke. Glückwunsch! Danke. So, und Herr Hofmann, wir freuen uns auf Ihre Neujahrsansprache. Und Annemarie, während Sie den Worten von Augustus Hofmann lauschen, gehen wir nochmal nach draußen, um Ihre Mühle endgültig startklar zu machen. Herr Hofmann, die Kamera gehört Ihnen. Danke. Ich bin sehr nervös. Ihr müsst mir alle helfen, weil es ist zum ersten Mal, dass im deutschen Fernsehen ein Zuschauer die Neujahrsansprache erhält.
Also, es geht los. Pausenlos ackern viele Unterhaltungsmacher mit einfallslosen Spielchen, ohne Niveau und ermüdenden prominenten Gesprächen, um den Ernst des Lebens zuzuscheppern. Zahlreiche Sendungen sehen ihre Hallen oder Studiozuschauer nur als lebende Kulisse und sind von der Einschätzung getragen, sie hätten nichts Wesentliches zur Sendung beizutragen, außer einiger ungeschickter Lustigkeiten. Brauchen wir wirklich Sendungen, in denen erfolglose Gewichtheber einen Furz lassen? Dann schon lieber lassen wir uns einsperren mit Charlies Tante ins Damenklo oder mit Georg Thomalla in die Besenkammer der 50er Jahre. Um Himmels Willen, was wollen wir denn? Intelligente Spiele und Trends von morgen. Sendungen, die menschliche Substanz rüberbringen, die zum Menschsein ermutigen. Unterhaltung, die uns nicht nur bedient, sondern auch etwas abverlangt an eigener Teilhabe, an eigenen Gefühlen. Wir brauchen im Fernsehen weniger Prominente und mehr Möglichkeiten für uns Zuschauer zum Mitmachen. Systeme, Klassen und Parteien sind out. In ist der Einzelne und seine Leistung. Wir brauchen mehr verrückte Einfälle und den Mut von Fernsehmachern, etwas völlig Neues, etwas Wahnsinniges durchzusetzen. Das geht aber nur, wenn wir Zuschauer für unerwartete, widersprüchliche und ungeschminkte Reaktionen etwas empfänglicher werden. Ich wünsche euch allen ein unterhaltsames Jahr 1991. Hey. Also hören Sie Begeisterung über August Hoffmann, Annemarie. Toi, 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 wir starten die Bühne. Meine Damen und Herren, das war die Premiere von Schmiteinander. Wir sind wieder zur Stelle im neuen Jahr, im Februar. Bis dahin guten Rutsch und Annemarie, drücken Sie uns jetzt die Daumen. Ah, das ist der Sound Ihres Wagens. Das ist das Mikro. Nehmt das Mikro ab. Tschüss, Annemarie. Die DVD-Edition zur Sendung ist jetzt im Handel und unter